Ja, hier in dem Forschungsapartment wagen wir einen kleinen Blick in die Zukunft. Unsere Wohnungen werden immer technisierter, aber keiner weiß eigentlich, wie er mit dieser Technologie in der Komplexität noch umgehen soll, wie er sie bedienen soll. Deshalb schauen wir hier, wie weit wir, was wir lernen können aus der Mensch-Mensch-Kommunikation, auch auf die Interaktion mit Mensch-Roboter und Mensch-Wohnung übertragen können, um einfach das Interface ganz, ganz einfach zu gestalten. Wir wollen kognitive Interaktionstechnologie dazu einsetzen, dass das Wohnen von morgen angenehmer, hilfreicher und nützlicher wird. Und in dieser Wohnung untersuchen wir, welche Dienstleistungen, welche Möglichkeiten dafür für den Menschen gut ankommen und wo technische Herausforderungen zu lösen sind. Der Roboter ist so ein sozialer Gefährte hier in der Wohnung, der einem immer wieder zur Hand gehen kann, wenn er nicht gefragt ist, auch im Hintergrund bleibt. Wenn er gefragt ist, dann auch gerne mal eine kleine Führung durch das Apartment machen kann. Was uns aber ganz besonders interessiert, sind die sozialen Fähigkeiten des Roboters. Heutige Roboter sind eher nüchtern und kalt und wir wollen, dass dieser Roboter für den Menschen ein Gegenüber ist. Dass er uns beispielsweise etwas zeigen kann, dass wir ihn ansprechen können auf Dinge, dass er uns eine Auskunft geben kann. Und solche Fähigkeiten, die sind ganz entscheidend im interaktiven Dialog Mensch-Maschine, dass das nicht nur kalt und funktional ist, sondern dass da auch, dass wir so ein bisschen Einfühlungsvermögen verspüren, auch auf Seiten des Roboters. Ein ganz wichtiges Merkmal ist zum Beispiel, dass der Roboter wissen muss, wohin er seine Aufmerksamkeit wenden muss. Auch wenn er zum Beispiel einfach ein Objekt, irgendeine Tasse an den Tisch bringt, dass er diese soziale Situation einschätzen kann. Übergebe ich jetzt direkt jemandem die Tasse in die Hand oder stelle ich die ganz dezent auf den Tisch ab, dass der Roboter sein ganzes Verhalten so einstellen kann, dass er ja in der ganzen Situation klarkommt und Hilfe für die Menschen ist und nicht die Menschen behindert, während sie hier im Apartment was tun. Floka, wo ist der Wasserkocher? Was man hier an dem Roboter natürlich nicht sieht, ist die Intelligenz, die in Form von Software am Cytec entwickelt wird. Und was wir an dem Roboter auch noch nicht sehen, ist ein anderer Kopf. Der jetzige Kopf, der ist ja sehr abstrakt, der ist für diese soziale Interaktion, über die wir gerade gesprochen haben, nicht optimal geeignet. Ja, zurzeit sind wir mit dem Roboter noch nicht in der Lage, wirklich Gesichtsausdrücke zum Beispiel in der Kommunikation zu nutzen, was bei uns Menschen eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt. Wir entwickeln dafür einen speziellen Kopf für den Roboter, der die wichtigsten Merkmale des Gesichtes comicartig mitbringt und sehr ausdrucksstark Aufmerksamkeit und Feedback kommunizieren kann. Und mit dem wir gleichzeitig auch ein bisschen variieren können von weiblichen zu männlichen, älter zu jüngerem Erscheinen des Roboters und dann die Auswirkungen uns anschauen. Die Zielgruppe ist jedermann. Der Roboter soll für jedermann nützlich sein. Natürlich werden alt und jung da unterschiedliche Erwartungen haben. Die Kinder wollen, dass der Roboter cool ist, dass er mit ihnen spielt. Für die Erwachsenen, die wollen vielleicht, dass er funktional ist. Und vielleicht die Älteren unter den Erwachsenen, die wünschen sich von dem Roboter sogar, dass er ihnen ein Stück Sicherheit in der Wohnung verleihen kann. Danke. Dieser spezielle Roboter ist überhaupt nicht für eine Serienproduktion gedacht, der ist ein Forschungsprototyp. Aber die Erkenntnisse, die wir damit gewinnen, die können dann dazu dienen, dass künftig solche Roboter als Serienmodell dann tatsächlich über den Ladentisch angeboten werden können. Da muss man allerdings auch noch ein bisschen Geduld haben, 5 oder 10 Jahre, je nach Anspruchsniveau. Das wird sich dann im Laufe der Zeit auch entsprechend weiterentwickeln. Aber wir erwarten, dass solche Roboter ganz sicher zu unserem häuslichen Umfeld zählen werden.